Herzlich willkommen zur heutigen Folge hier. Türen. Aktuell fahren wir mit dem Gras und die Räucherung. Ich sehe auch gerade, dass die Top etwas faul ist. Das fällt noch. Also, Potenzial hat ohne Ende. Wir kriegen jetzt hier knapp eine Million rein. Das heißt aber auch, dass Zufall ist, wie produziert ein bisschen zu langsam. Es fährt noch einer mit Heu, der mit Gras. Weiter Traktor. Jo. Schauen wir mal, ne? Ich gucke mal gleich nach, wie die Tiere sollen. Ob wir da irgendwelche Änderungen sind. Hauptsächlich wegen Futter. Futter ist okay. Wasser ist auch okay. Stroh im einen Stall auf jeden Fall und im anderen ist halt auch kein Stroh geplant. Und da haben wir ein bisschen Gülle und da haben wir ein bisschen Meko, haben wir halt Stroh und das meiste ist Mist und teilweise Gülle. Wo die Gülle jetzt herkommt, weiß ich nicht. Ich fand, dass halt irgendwo kein Stroh war. So, also Tiere haben alles. Eben überlegen, ob ich auch mal 5 spiele, um die Topplung ein bisschen Schwung zu kriegen. Ja, das war ich später geplant als Futter. Außer haben die genug. Hier nur 3 Tiere hier drin oder 4. Das sind meine männlichen Kälber. Ja, ansonsten. Ja, Plan B, ne? Müssten wir eigentlich uns ein paar Wahlen holen und dann. Ich würde brauchen wir keine Fahne, das ist Quatsch. Aber ich kann nicht hackern bauen. Oh, da sind beide Stellen mit auf dem Feld. Auf dem Feld, die schnellen Traktoren. Wir haben noch einen Traktor hier. Ah, ja, okay. Also eine Bahnfresse waren hier die Option, ne? Dass wir jetzt hier teilweise unsere Bahnfresse zu nehmen. Und dann entsprechend teilweise das Glas vorhanden. Das, Situation, die ich noch habe. Anderweitig müsste ich jetzt nicht mehr machen, um die ganze Energie Gras wegzukriegen. Also, ist ja gerade mal angefangen. Sammeln, ne? Ist ja gerade mal angefangen. So, hier noch 5. Das können wir so machen. Und dann geht's verkehren. So, das rote ist da, das rote ist am Ende. Fingersteuer. Wir fahren unbedingt. Mal sehen, wie die arbeiten. Ich kann nicht mehr noch mit Treppen beigehen und vielleicht sogar selber den Rest mit Ballen treffen. Ballen ein bisschen riskant. Also ich stehe am Wege, ne? Ja gut, eine Option muss ich mir mal lassen, ne? Ballpresse zur Not. Wenn wir schon so viel Heu haben, dann tun wir genug. Dann haben wir kaufen wir jetzt fertig. 800.000 Gras sind drin, mehr oder weniger. Das ist eine Menge, ne? Ja, und das wäre jetzt ein bisschen was. Weil er unten sieht nicht mehr, da kriegst du ja nicht verarbeitet. Wenn wir das große Lager reinfahren, ist auch Blödsinn, ne? Gras. So ein Quatsch. Kann zwar einfahren, aber das Gras fängt ab. Ne? Das ist ja ein sehr dickes Punkt, fängt ab. Könnt ihr mal sauber den Test machen, wenn ihr eine Wiese habt oder dergleichen. Macht man den Grashaufen? Macht man einen Grashaufen? Das haben wir hier. Einfach nur aufeinander schütteln. Und dann fasst man am nächsten Tag ins Gras rein. Da werdet ihr feststellen, dass es warm geworden ist. Dass der Wärmesektor drin ist.
dadurch, dass Gras eigentlich im Nachhinein über mehrere Tage schlecht. Nur wenn man das pressen würde und der Stahl ist, oder sorgt dazu, würde sich die Dampf ins Glas bringen, also nur durch die Pressung. Wenn Luft abkommt, dann bildet sich keine, ja, bildet sich keines Glas. Das taut es normalerweise. So, wir gucken mal kurz in das Ballrad rein. Das haben wir so einen Tag. So, wir haben noch ein bisschen Leinen, wir haben auch ein bisschen Spielraum. Wir sind halt auch bald Zeug da, ne? Also, was ist das, ne? So bald wie möglich, so, Ballenpresse. Plattenschutz, Mähtechnik. Ballentechnik. Also wir haben ja hier Option einmal Kuhn mit Ballenpressen und das ist jetzt hier mit, der kann so eine Ballen in Schlauch pressen, also fragt man nicht genau, wie das funktioniert. Der nimmt die Ballen auf und presst den Schlauch, aber dann liegen sie auf dem Feld rum, ne? Bringt dann auch nichts. Irgendwie was mit. Und der kann hier Hackschutz zu Ballen pressen. So, wir suchen aber eine Ballpresse für Stroh. Was haben wir jetzt hier für das? Das Quaderpresse, ne? Quadrant ist Quaderpresse. Ja, der kann. Der kann die Ballen pressen. Die Reifen sind egal. Folienfarbe, naja. Ich sag mal so, es ist von Vorteil, wenn man helle Folien nimmt, denn nachts kann man die dann besser sehen. Ne? Der kostet knappe 80.000. Weil wir so viel Gras haben, muss man irgendwas einfach machen. Ne? So. Das war unser erster Ballenpresse von Glas. Von Pöttinger haben wir keinen Mod hier. Der wäre auch nie weggelegt. Scheint nicht so bekannt. Ja, wir haben späten Frühling. Es hat unsere Zeit, aber wir haben noch Zeit. Ja, unsere Rastfelder sind auch blühen auch fleißig. Unsere Weizenfeld ist auch fleißig gewachsen. Ist alles fertig gefüllt. Ist also Fahrtlauf und die Ernte noch so. Mal sehen, wo wir am besten eingreifen. Und zwar, wir haben ja wirklich Modus 2-2. 2 haben wir gespannt. 2 und der Bahn im Prinzip von denen wollen wir jetzt. Ja, die pressen, also die sammeln da im Prinzip der Regen. Dann habe ich das Problem, jetzt drin hängen müsste ich jetzt irgendwo einsetzen. Wird hier aber gar nicht. Wird hier im Grunde die Flächen nutzen, die jetzt liegen lassen wollen. Also, am Bein. So. Das
mir mal ganz gut runter. Da war ich mir jetzt hier mit 4000 nicht zufrieden gewesen. Ne? Also, aber immer auch nicht, also war ich. Ich gebe aber 10.000 drauf, ne? Also, wir haben mal echt XXL war ne? Also, jetzt fahren wir auf den großen Lebensmittel her. Der ist ja auch wieder ein normaler Wagen und dafür richtige große Pressen, ne? Aber wir haben nicht. Gibt es nur Standard 4000? Aus Hochbetrieb zu wenig. Ne? Wir müssen hier halt die Bahn und nehmen aus. Keinen hohen Weg nicht vergessen. Aber ich will unsere anderen beiden. Der eine wird da. Schwierig zu entscheiden, ne? Also ich will ja auch nicht, dass ich die anderen beiden da wegnehme. Ziehen wir nicht mal fahren. Ja, das ist viel Gras. Ich muss mal so sagen, also die Cosplay-Fahrer, wie das funktioniert, das staune ich immer wieder. Ich meine, das kriegen sie ja einfach sammeln ja gut kennen, ne? Blöd ist nur, wenn ein viertes Fahrzeug dann für oder zweites, hier ist noch viel zu sammeln. Sind wir gerade bei. Wir fahren hier mal lang. Die Bahn rund fast uns liegt. Sammelt er noch ein, ne? Und jetzt ist wieder irgendwie eingesammelt worden. Das ist ja auch nicht hier. So, schauen wir hier. Das ist noch bei. Ja, und hat er noch. Das ist alles bei. Wenn man gut vorstellen kann, ist ein Plus, oder wegzunehmen, ne? Ja, das ist ja... Aber hier, da hinten sind wir mal das E-Ende. Lufthallung? Das ist keine Absicht.
mir fast keiner mehr schauen sollte. Oder diejenigen, die noch schauen. Natürlich auch an alle diejenigen, die nicht schauen, aber mit den tun sie nicht schauen. Ne? Das wird schon alle schönen Samstag. Nächste Folge kommt am Samstag und dann kommt Sonntag. Bis dahin hat es keiner vergessen. Wie ist aktuell auch Sonntag? Auch heute Sonntag erfolgen. Fertig. So ein bisschen, ne? Hier rum. Ich war die Karambolerin gewesen. Mit Sammelwaren und Waller. Ich werde jetzt hier hoch verballen. Außen halt auch nicht gut. Ein bisschen Gras kann auch liegen bleiben, oder? Dann schmecken wir nicht um nichts. Bei Stufe 5 arbeitet die Formation ein bisschen mehr. Aber trotzdem, das müsste höchstens kurz auf 30 gehen. Aber da wäre es viel dunkel, wenn man blöd, ne? Machen wir gleich von. Ja, sagen wir alle beide jetzt. Nicht immer ein. Nee. Das ist jetzt eine mit Riefen und das andere. Da muss ich gucken. Die Karte. Wo da eine ist. Komm gerade zurück. Ne, wo sind wir? Fast voll. Mist. Und ich schaue, das soll es für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und linke Winkel, ciao, ciao. Hier unter Euro 30. Ja, es geht gleich weiter in ein paar Sekunden. Jedenfalls. Tschüss und ciao, ciao. Schönen Tag.